Ihr erster Weihnachtsmarkt in Hameln oder haben Sie im vergangenen Jahr schon mal vorbeigeschaut? Nein, im vergangenen Jahr habe ich nicht vorbeigeschaut, aber in diesem Jahr, Sie haben da recht, es ist mein erster Weihnachtsmarkt in Hameln, zumindest auch ja, als Beschicker bzw. als Veranstalter, als Dienstleister. Ja. Und als Veranstalter haben Sie sicher auch schon Schnee bestellt, nehme ich mal an. Ja, also wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, den Schnee, weil wir die Wetterprognose kennen, aus den Alpen zu bestellen. Es wird noch ein paar Tage in Anspruch nehmen, aber die LKWs sind auf dem Weg. Okay, wir werden Sie daran erinnern. Die nächste Frage, Sie haben eine Familie und wohnen genau in der Mitte zwischen Braunschweig und Hameln. Braunschweig war Ihre alte Wirkungsstätte. Auf welchen Weihnachtsmarkt werden Sie denn zuerst gehen mit Ihrer Familie? Ja, also selbstredend. Natürlich müssen wir hier in Hameln auf den Weihnachtsmarkt gehen. Wir sind ja ohnehin schon, also ich zumindest, jeden Tag hier im Vorfeld. Wir beobachten natürlich den Aufbau und da bleibt es natürlich nicht aus. Und am 23. starten wir. Werden wir uns natürlich dann auch nicht nehmen lassen, aber wohl bleibt dann für den Rest der Weihnachtszeit auch mal das ein oder andere Wochenende sich mal in der Umgebung umschauen zu können, um da einfach mal einen Vergleich zu haben. Aber ohnehin wird der Hamener Weihnachtsmarkt das schönste sein in der Region. Gut, das ist ja eine frohe Botschaft. Was wird uns denn hier an Neuigkeiten erwarten? An Neuigkeiten. Gut, also der Hamener Weihnachtsmarkt wird 2011 in neuem Licht erstrahlen. Dazu hat natürlich das Beleuchtungskonzept beigetragen. Wohl aber kann ich mir vorstellen, dass gerade diese Illumination in Zusammenhang mit dem Duft nach Mandeln, nach Würstchen, Bratäpfeln und Glühwein dazu beitragen werden, dass wir in diesem Jahr etwas eine wunderschöne Atmosphäre haben in Hameln. Und darüber hinaus haben wir im Vorgriff schon auf das Kirchenjahr 2012 mit dem Motto Licht am Fluss, 1200 Jahre Münster St. Bonifatius, eine mittelalterliche Handwerkergasse im Lütjenmarkt organisiert. Dort werden ca. 12 bis 15 Schausteller im Mittelalter unterschiedliche Gewerke darbieten. Das sind Emaillebrenner, Seider, Steinschläger, aber auch, ich habe mir das aufgeschrieben hier, ist die Gastronomie mit am Start, es sind Fladenbrote, es ist Käse, Met wird geboten, Schwertmacher sind mit am Start. Dort wird gebastelt, gefertigt und am Ende wird man die Dinge, die man eben selbst kreativ erstellt hat, auch mitnehmen können, wohl gegen einen Obolus. Das heißt, dies ist also auch ein Vorgeschmack auf dieses künstlerische Spektakel der Päpstin. Ja, richtig. Im nächsten Jahr werden wir in Hameln als Hauptattraktion, als Turmveranstaltung über den Zeitraum von einem Monat vom 18. August bis zum 16. September im Theater in Hameln das Musical Die Päpstin aufführen und setzen hier schon mal ein Signal. Wir müssen schauen, hat dieser mittelalterliche Markt dort Akzeptanz, würde an. Dann wird das Thema Mittelalter und das, was Hameln zu bieten hat, künftig mehr in den Vordergrund geschoben? Ja, sicherlich sind wir da gut beraten. Ein bisschen wären wir da auch Trittbrettfahrer. Also das ist unverkennbar, dass das Thema Mittelalter aktuell sehr im Fokus steht. Also wir haben Fernsehserien wie Borgia, wir haben auch eben den Spielfilm Die Päpstin, der in der ARD auch zum Weihnachtsprogramm laufen wird. Wir haben Filme und Romane wie
Im Namen der Rose, die Säulen der Erde, die sind sehr, sehr populär. Und die Menschen dieser Tage machen sich eben auf, ja noch die Unentdeckten, die unerklärlichen Dinge im Leben eben zu suchen, ein gewisses Geheimnis, ein Mysterium noch zu finden in einem Zeitalter, wo alle Dinge fast transparent sind, wo alle Fragen beantwortet werden können. Ist das noch die letzte verbleibende Nische, also das letzte, was man sich dann noch zu eigen machen kann. Sehr, sehr populär und für Hameln natürlich vor dieser Kulisse und auch mit den Bauwerken, die wir hier gerade in der Altstadt haben, wäre es vermessen zu sagen, wir arbeiten eben nicht mit diesem Thema. Das Kirchenjubiläum gibt uns dann nochmal einen Einstoß dazu. Grundsteinlegung des Münsters war 812. Die Päpstin spielt 814, da beginnt es mit der Geburt der Johanna, die dann später eben zur Päpstin avanciert. Im gleichen Jahr stirbt Kaiser Karl der Große. Insofern passt das wie die Faust aufs Auge.